So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei einem weiteren interessanten Slot am heutigen Hiscox-Tag. Dieses Mal geht es um das Thema der Privatkunden, insbesondere der Welt der gehobenen Privatkunden, wo wir ja zu Hause sind. Und passend zum Fußballthema zur EM dieses Jahr geht es um vom Einsteiger zum Aufsteiger, quasi die Entwicklung. Und dass wir sie entsprechend zum Privatkundenprofi im Rahmen der Produkte von der Hiscox, sage ich mal, ausbilden heute. Aber keine Angst, wir werden das, glaube ich, relativ kurzweilig und doch sehr, sehr einfach gestalten und wollen aber nicht zu viel Zeit verlieren und fangen gleich an. Zu meiner Person ganz kurz. Mein Name ist Timo Greitmeier. Ich bin seit 16 Jahren bei der Hiscox und seit nahezu der gleichen Zeit auch in dem Segment der gehobenen Privatkunden tätig und genau werde Ihnen zusammen mit meinen Kollegen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nun möchte ich noch kurz zu meinem Kollegen, dem Herrn Nitschke, übergeben, mit dem ich heute den Vortrag gemeinsam für Sie gestalten werde. Ja, vielen Dank, Timo. Auch von mir Servus und herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Ich darf mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Leon Nitschke. Ich bin Sales und Development Underwriter für die Bereiche Süddeutschland, Österreich und die Schweiz, 28 Jahre jung und seit etwa 4,5 Jahren für die Hiscox tätig. Genau. Falls Sie uns per Kamera nicht sehen sollten, hier nochmal als Foto, weil wir nämlich einige technische Probleme hatten, aber wir werden trotzdem das Maximale herausholen und Sie bestmöglich aufschlauen und unterhalten. Danke, Leon. Dann fangen wir gleich mal mit einem ganz groben Überblick und der Agenda an. Hiscox, der HNW-Versicherer. Was könnte jetzt HNW sein? Das ist High Net Worth, also letztendlich für gehobene Privatkunden, dreht sich mehr oder weniger genau unsere Unternehmenspalette und Versicherungsprodukte. Kurz was zur Hiscox im Allgemeinen sagen und warum wir schon sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Kunst haben. Dann noch wichtig auch die Ansprechpartner, die Ihnen vor Ort entsprechend einen individuellen Service bieten und dann ein bisschen in das Produkt einsteigen. Letztendlich, was ist denn bei uns das Besondere? Das Besondere ist ja immer die Gefahrenversicherung, die Vorteile, die sich daraus ergeben, und daran anknüpfend einfach nochmal die Produktpalette, mit denen Sie Ihren Kunden und Mandanten einfach bestmöglichen Versicherungsschutz anbieten können. Darüber hinaus möchten wir ein bisschen was zu unseren Dienstleistungen und Extra-Services erzählen, angefangen von unseren Gutachter-Services für Gebäude und diverse Inhaltspositionen. Dann auch, wie kommen Sie zum Abschluss, also insbesondere individuelles Underwriting versus unseren standardisierten Abschlussmöglichkeiten. Dann werden wir noch ein bisschen was zur Hiscox Premium Lounge sagen. Für die, die auch im Gewerbebereich schon ein bisschen Erfahrung haben, ist das Pendant zur Business Academy. Und zur Schadenphilosophie werden wir heute leider nicht mehr so viel sagen. Aber grundsätzlich vielleicht auch hier nochmal, was zu den, wenn Sie Fragen haben sollten. Nachdem wir ja einen ziemlich engen Zeitplan haben, werden wir die Fragen sammeln und versuchen, sofern noch Zeit bleibt, Sie am Ende entsprechend beantworten zu können. Ansonsten würden wir das gerne im Nachgang einfach tun. Genau, die Hiscox, über 100 Jahre Erfolg steht jetzt da. Seit 1901 gibt es die Hiscox, aber ich glaube, für Sie interessanter ist, dass es uns seit nahezu 30 Jahren jetzt in Deutschland gibt und insbesondere auch seit dieser Zeit den Fokus auf die Privatkunden geswitcht haben. Es ist ja auch so, dass wir als vermögende Privatkunden und Kunstrisiken in diesem Bereich neben den gewerblichen Kunden unser Zielmarkt, unsere Nische identifiziert haben und insbesondere was die Kunst angeht, wir auch mit diversen Extraleistungen wie zum Beispiel dem Kunstpreis, den wir jedes Jahr ausloben. Dann gibt es einen Hiscox Online Art Trade Report. Dann haben wir selber eine sehr, sehr große Kunstsammlung, die von unserem Firmennamensgeber seit Mitte der 70er Jahre aufgebaut sind. Und als Lloyd-Syndikat sind wir auch, können wir behaupten, dass wir unter den Top 3 Kunstversicherungen weltweit gelten. Also von daher, die Expertise ist definitiv im Haus. Insgesamt arbeiten in Deutschland 200 Kollegen, wovon 35 eben in den speziellen Bereich Art in Private Clients tätig sind. Und was auch nicht zu vergessen ist, ist auch die Anzahl an Kunsthistorikern und Kunstwissenschaftlern, dass wir sie letztendlich auch intern bestmöglich beraten können in allen Angelegenheiten der Kunstversicherung und der gehobenen Privatkundenversicherung. Auch hier ganz kurz noch die Expertise rund um den Globus. Sie sehen, dass wir weltweit vertreten sind. Primär ist für Sie wichtig, dass wir neben den Retail-Einheiten, wie wir hier dezentral in Deutschland sitzen,
auch im Bereich der Rückversicherung tätig sind und als Teil eines neuen Syndikats, Syndikat 33, auch noch sehr, sehr viel Expertise und Schlagkraft haben. Ansonsten haben wir ein sehr stabiles Rating mit A+ von den üblichen Standardagenturen. Wir sind dieses Jahr als Gruppe um über 10% gewachsen und die Gesamtgruppe verfügt über ein Beitragsvolumen von über 4 Milliarden Euro, also auch sehr, sehr schlagkräftig. Genau, für Sie, was wichtig ist, das würde ich jetzt gleich mit der nächsten Folie machen, dass wir uns mehr auf die Fachlichkeit konzentrieren können. Sie sehen hier alle direkten Ansprechpartner vor Ort. Also angefangen mit der Frau Bayer, dem Herrn May, die für den Norden der Republik und auch für den Berliner Raum letztendlich die Expertise Ihnen zukommen lassen können. Dann der Herr Nitschke, wie schon erwähnt, für München, Österreich und auch die Schweiz, genauso wie der Herr Schreib. Dann der Herr Rupp für den Westen der Republik, der Herr Luxemburg für Baden-Württemberg und der Herr Glaser für Frankfurt und das Umland. Und alles zusammen haben wir recherchiert, haben wir hier über 50 Jahre Underwriting-Expertise und Erfahrung. Und für Sie einfach wichtig zu wissen, dass wir letztendlich dezentral vor Ort sind, dass wir Ihnen dezentrale Unterstützung zukommen lassen können, was eben auch einer unserer USPs ist, dass wir Ihnen individuell sowohl beim Kunden vor Ort als auch bei Ihnen einfach unser Know-how auch vermitteln, dass Sie bestmöglich auch das dem Kunden weitergeben können. Genau. So viel zur Einführung. Jetzt gehen wir dann auch direkt in die Fachlichkeit rein und ich würde an den Herrn Nitschke übergeben. Genau, vielen Dank, Timo. Also einerseits, warum Hiscox? Warum sollte sich Ihr Kunde bzw. Sie sich für uns entscheiden? Grundsätzlich ist zu sagen, bei uns steht der Kunde immer an erster Stelle. Und das Ganze nicht nur bei der Antragstellung, sondern über den gesamten Underwriting-Prozess bis hin zur Schadenbearbeitung. Natürlich bieten wir auch exzellenten Services an. Das heißt, beziehungsweise was meine ich damit? Das heißt, unser spezialisiertes Team von Underwritern, Schadenspezialisten und Kunstexperten stehen Ihnen in ganz Deutschland jederzeit zur Verfügung und das unabhängig, ob Sie zum Hörer greifen wollen oder eine einfache Mail schreiben. Natürlich haben wir auch digitale Antragsstrecken. Hier versuchen wir natürlich immer so schnell wie möglich zu agieren und das auch nicht nur für Makler, sondern in etwas abgeschwächter, abgespeckter Form für Endkunden. Was meine ich damit? Im Maklerbereich können Sie auf alle unsere Privat- und Kunstprodukte zugreifen, im Endkundenbereich nur die Classic-Car-Cover und das Mondial-Cover. Des Weiteren wurden unsere Produkte mehrfach ausgezeichnet. Das ist das Resultat aus leicht geschriebenen und extrem verständlichen Bedingungswerken. Um Ihnen kurz ein Beispiel zu geben, was ich damit meine: Wenn Sie sich unsere Bedingungswerke anschauen, Sie haben auf einen Blick, was ist versichert, was ist nicht versichert. Das heißt, Sie können auch bedenkenlos Bedingungswerke an Branchenfremde aushändigen und in 90% der Fällen entstehen dadurch nicht noch weitere Fragen. Sollte es noch mal weitere Fragen geben, stehen wir natürlich jederzeit sehr, sehr gerne zur Verfügung. Unter anderem aufgrund unserer Nationalität, Internationalität haben wir natürlich auch die Expertise und die Erfahrung von Experten aus 14 Ländern, auf die wir je nach Bedarf und Needs des Maklers und des Kunden auch eingehen können und uns quasi die Expertise einholen können. Wir sind Spezialist und kein Generalist. Was meinen wir damit? Wir bieten grundsätzlich keinen Versicherungsschutz von der Stange an, sondern lassen uns immer individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden ein. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden, der vielleicht aus dem klassischen Schema herausfällt, weil er vielleicht doch ein bisschen mehr Schmuck oder doch viel Kunst hat oder vielleicht auch Kunst im Ausland aufbewahrt. Da können wir als Underwriter immer spezielle und individuelle Versicherungskonzepte mit Ihnen und dem Kunden gemeinsam konzeptionieren. Genau. Wir als Hiscox haben uns natürlich auch auf die Fahne geschrieben, eine besondere Zielgruppe zu bedienen. Was meine ich mit besonderer Zielgruppe? Einerseits der hochwertige, gehobene, wohlhabende Privatkunde, aber selbstverständlich auch Kunden, die einen gewissen Hang zu einer Leidenschaft haben. Sei es jetzt Classic Cars, also Oldtimer oder Youngtimer, aber natürlich auch Kunstsammlungen. Und das auch in jeglicher Größenordnung, aber natürlich auch, wenn man zum Beispiel eine Affinität für die Ferienimmobilie beispielsweise am Gardasee hat. Natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, zusammen mit Ihrem Sales Underwriter vor Ort, beziehungsweise auch unserem Classic-Car-Experten Rainer Peukert, bis sich die Wohnung vor Ort beim Kunden zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Kunden, Sie sitzen mit ihm an einem Tisch,
Dann sagt der Kunde, wäre dann doch vielleicht mal ganz gut, wenn da einer von der Hiscox vorbeikommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den Sicherungen so passt oder ob die Fahrzeuge beispielsweise korrekt untergebracht sind. Da können auch immer wir zusammen mit Ihnen als Makler zum Kunden fahren und eine Vorbesichtigung vornehmen. Natürlich auch immer in Absprache mit Ihrem Sales Underwriter oder aber auch den Kollegen im Innendienst-Underwriting. Selbstverständlich haben wir auch immer einen grundsätzlich sehr hohen Servicegedanken und das Ganze nicht nur, wie gesagt, von der Antragstellung über das Underwriting, sondern bis hin zu Schadenbearbeitung und auch darüber hinaus. Wie schon kurz angesprochen, wir haben viele digitale Abschlussmöglichkeiten und das Ganze bezieht sich natürlich nicht nur auf den Privatkunden im Kunstbereich, sondern eben auch auf den gewerblichen Bereich. Und damit der Kunde immer am Zahn der Zeit ist und in keine Deckungslücken gerät, sind wir natürlich immer daran, regelmäßige Produktverbesserungen, Produkterneuerungen, Relaunches etc. pp. Zu machen. Hiscox Allgefahrenversicherung. Grundsätzlich, was ist eine Allgefahrenversicherung? Ganz einfach erklärt, die meisten von Ihnen können sich wahrscheinlich schon vom Namen ableiten. Alles ist versichert, was nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. Hier ein paar Highlights, damit Ihnen das Ganze auch ein bisschen näher gebracht ist, was wir damit meinen. Einerseits die Umkehr der Beweislast. Was bedeutet Umkehr der Beweislast? Bei handelsüblichen Versicherungen muss der Kunde uns nachweisen, dass es sich um ein versichertes Schadenereignis handelt. In dem Fall ist es bei uns so, wir müssen tatsächlich dem Kunden nachweisen, dass es sich um ein nicht versichertes Schadenereignis handelt. Des Weiteren haben wir pauschal ohne jegliche Erhöhungen sehr hohe Entschädigungsgrenzen. Auch um hier mal zwei Beispiele nennen zu können, im Haus- und Kunstcover, also in dem Cover, wo wir Hauptwohnsitze, Erstwohnsitze versichern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, haben wir pauschal 50.000 Euro für Schmuck und das ohne jegliche Verschlussvorschriften mit weltweitem Cover. Oder beispielsweise auch pauschal 150.000 Euro an Kunstgegenständen. Wir können in einer Police fast alle privaten Sachwerte im europäischen In- und Ausland darstellen. Auch hier ein kleines Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden, der hat den Hauptwohnsitz, wie gesagt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat dort vielleicht noch etwas Kunst hängen, dann vielleicht noch ein bisschen Schmuck, ein paar Uhren, vielleicht ein Armband oder eine Kette, ein Ring der Frau und dann eben on top dazu vielleicht auch noch eine Immobilie. Italien, am Gardasee beispielsweise oder in Kroatien, Spanien, was das Herz begehrt, das können wir alles in einer Police darstellen. Warum in einer Police? Ganz einfach gesagt, damit Sie als Makler und auch als Kunde nicht den Überblick verlieren und sich nicht bei entweder bei einer Versicherung mehrere Policen erstellen müssen oder eben bei verschiedenen Versicherern diverse Policen sich einzuholen, um alles abzuholen. Warum steht fast in Klammern? Wenn der Kunde zum Beispiel eine Oldtimer-Sammlung hat, das würde immer separat in einer eigenständigen Police dargestellt werden. Wir haben ein klar verständliches und kurz gehaltenes Bedingungswerk mit wenigen Ausschlüssen und Problemen. Wie schon vorhin kurz angesprochen, Sie können diese Bedingungswerke auch Branchenfremden gerne zur Hand geben und wie gesagt, es dürfte im Normalfall keine weiteren Fragen aufkommen. Falls doch, gerne jederzeit anzunehmen. Und durch unsere Innovationsklausel, die bedingungsgemäß vereinbart ist, ist der Kunde natürlich auch immer up-to-date mit seinem Deckungsschutz. Das ist die Innovationsklausel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden vor 5 oder 10 Jahren bei uns eingedeckt und der Kunde hat noch ein älteres Bedingungswerk. Halb so wild, der Kunde ist durch die Innovationsklausel immer auf dem neuesten Stand. Das heißt, es wird immer automatisch das aktuellste Bedingungswerk versichert und auch automatisch mit den aktuellsten Entschädigungsgrenzen. Wie gesagt, hier muss man dazu sagen, wenn der Kunde abweichende Entschädigungsgrenzen versichert hat, dann gelten diese weiterhin, aber sollten keine speziellen Positionen in der Police aufgenommen sein, haben Sie ganz klassisch die neuesten Entschädigungsgrenzen. Da unter anderem dann auch für E-Mobilität, das heißt, um genau zu sein, zum Beispiel auch elektrische Fahrräder, Smart-Home-Systeme, aber auch Homeoffice-Ausstattungen, was vielleicht vor 5 oder 10 Jahren nicht ganz so auf der Agenda des Kunden stand.
Genau, hier sehen Sie eine kleine Produktübersicht, was wir alles anbieten im Privat- und Kunstkundenbereich. Sprich einmal unser großes Cover, Haus und Kunst. Was versichern wir hier? Hausrat, Kunstgegenstände, Wertgegenstände für den Hauptwohnsitz des Kunden. Hier haben wir eine Mindestversicherungssumme von 300.000 Euro für Inhalt. Gebäude kann optional noch mit dazugenommen werden, ebenso wie unser Sonderbaustein Private Cyber und Family Protection. Mondial ist unser Ferienhaus-Deckungskonzept. Hier haben wir keine Mindestversicherungssumme, sondern Mindestprämien im Inhaltsbereich von 200 Euro netto und beim Gebäudebereich von 250 Euro netto. Grundsätzlich kann man hier im europäischen In- und Ausland, also da spielt es keine Rolle, ob es vielleicht auch die Zweitwohnung auf Sylt ist oder eben, wie gesagt, ein Ferienhaus am Gardasee in Kroatien. All das kann über das Mondial Ferienhausprodukt abgebildet werden. Sie werden auch, wenn Sie die Bedingungswerke aus dem Kunst- und Mondial vergleichen, sehr viele Ähnlichkeiten finden. Die bedingungsgemäßen Entschädigungsgrenzen weichen jedoch etwas ab. Classic Cars ist unser Young- und Oldtimer-Deckungskonzept. Hier können wir sowohl Einzelfahrzeuge ab 15 bzw. 20 Jahren versichern, aber auch gesamte Fahrzeugsammlungen. Bei Fahrzeugsammlungen sollte man vielleicht auch dazu sagen, sprechen wir dann immer von Sammlungsverträgen bzw. Sammlungskonzepten. Das heißt, da können wir prämientechnisch auch immer noch ein bisschen die Schraube enger ziehen und noch attraktiver sein, als wir sowieso schon sind. K&A, Kidnap and Ransom, ist unsere Entführungs- und Lösegeldversicherung für Privatkunden, Unternehmen oder auch die Schifffahrt. Sollte es dahingehend Fragen geben, steht Ihnen die Special Risk Analytics selbstverständlich gerne jederzeit zur Verfügung. Dann auf der rechten Seite sehen Sie diese Kunstprodukte. Für den einen oder anderen, der vielleicht schon länger dabei ist, der wird sich jetzt fragen, das waren doch mal mehr Produkte. Ja und nein, wir haben es der Einfachheit halber zusammengefasst. Sprich, im Fine Art und Collections Deckungskonzept können Sie Versicherungsschutz für private Sammlungen, aber auch Firmensammlungen einkaufen oder eben auch für Musikinstrumente. Was kann man sich vorstellen, was man alles versichern kann unter Fine Art und Collections? Ganz klassische Sammlungen von Ölgemälden, Drucken, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen, aber natürlich auch etwas exponierte Risiken, wie zum Beispiel eine Weinsammlung oder eine Spirituosensammlung oder um auf die neuesten Trends einzugehen, zum Beispiel aber auch Sneakersammlungen. Hier sind der Vorstellungskraft quasi keine Grenzen gesetzt und letztendlich kann man hier fast alles versichern, was man sammeln kann. Gallery Institutions, das waren damals die zwei Produkte, einmal für unser Galeriegeschäft und für unser Ausstellungsgeschäft. Das haben wir gebündelt. Hier können Sie mittlerweile über Galerien versichern, Kunsthändler, Ausstellungshäuser, aber natürlich auch Auktionshäuser oder eben auch Ausstellungen und das unabhängig davon, ob es temporäre oder eben Ganzjahresausstellungen sind. Für Sie als Vermittler ist es natürlich auch mal sehr interessant zu wissen, auf was schauen wir, was ist für uns wichtig. Am Ende des Tages schauen wir immer extrem drauf, wen wir versichern. Auf Englisch, who is the client, wer ist der Kunde? Einerseits sollte es entweder ein vermögender Privatkunde sein oder eben ein Kunde mit einer speziellen Leidenschaft für ein gewisses Thema, zum Beispiel, wie schon vorhin kurz angeteasert, Oldtimer, Kunst oder eben auch das Feriendomizil. Unsere Produkte setzen grundsätzlich immer auf ein tiefes Vertrauensverhältnis zwischen dem Kunden und Versicherungsnehmer, aber auch Ihnen als Vermittler und uns als Versicherer. Ein Beispiel hierzu, wenn zum Beispiel mal ein Schaden passieren sollte, dann lassen wir Sie selbstverständlich nicht entgegenstehen, sondern stehen Ihnen jederzeit sehr, sehr gerne zur Verfügung, unabhängig davon, was Ihnen lieber ist, entweder per Telefon oder ganz klassisch auf dem Mailweg. Und auch wenn es sich ein bisschen plump anhört, im Schadenfall suchen wir tatsächlich nicht nach Gründen, um einen Schaden abzulehnen, sondern tatsächlich suchen wir nach Gründen, um einen Schaden bezahlen zu dürfen. Dadurch, dass wir eine besondere Zielgruppe versichern,
bieten wir selbstverständlich auch Leistungen und Services an, die über den gewöhnlichen Versicherungsschutz hinausgehen. Was meine ich genau damit? Dienstleistungen, die über den Versicherungsschutz hinausgehen. Einerseits haben Sie grundsätzlich immer kompetente, persönliche Ansprechpartner. Und das nicht nur im Underwriting, sprich entweder die Sales Underwriter vor Ort, aber eben auch die Damen und Herren aus unserem Innendienst Underwriting in München oder aber auch selbstverständlich im Schadenfall unsere Schadenexperten. Das heißt, in jeglicher Hinsicht, egal was Sie benötigen, ob es ein Bestandsvertrag ist, ob es um Schaden geht oder eine Neuanfrage, stehen wir Ihnen immer persönlich zur Verfügung. Und Sie landen bei uns nicht in einem großen Callcenter, das outgesourced ist, sondern Sie haben bei uns immer richtige Leute am Telefon mit Expertise, die entweder in München sitzen oder eben in Ihrer Region vor Ort. Unterstützung bei der Versicherungsummermittlung durch unser Gutachter-Service. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden, der hat sich entweder eine Immobilie gerade gekauft, eine höherwertige, oder eben eine Immobilie gebaut. Bei Neubauimmobilien ist das Ganze etwas leichter. Da kann man einen Gutachter-Service beauftragen, muss man aber nicht, weil dort relativ klar ersichtlich ist, was hat der Wiederaufbau oder was hat der Bau gekostet. Wenn Sie sich vorstellen, ein Kunde hat eine Bestandsimmobilie gekauft und ist sich aber nicht ganz sicher, was für Versicherungssummen er ansetzen soll, dann können wir hingehen und sagen, okay, wenn der Kunde eine Mindestprämie von 3.500 Euro netto pro Jahr zahlt, dann können wir selbstverständlich auch gerne einen Gutachter zum Kunden vor Ort hinschicken, eventuell auch in Begleitung des Sales Underwriters und dann entsprechende Wertungen von vorne. Der Gutachter-Service ist für den Kunden selbstverständlich kostenfrei, das heißt, es entstehen keine Mehrkosten zusätzlich zur reinen Versicherung für den Kunden. On top dazu haben wir natürlich auch ein internationales, externes Expertennetzwerk im Bereich von zum Beispiel Schadenprävention, aber auch Kunstvaluation, Schmuckbewertungen, Gebäudebewertungen, aber natürlich auch Sicherheitstechnik und Krisenmanagement. Um genau zu sein, wenn Sie sich vorstellen, der Kunde ist neu im Haus eingezogen und weiß nicht so genau, kann er dort im Erdgeschoss oder im ersten Stock ein Safe installieren und wie macht er das am besten? Dann können wir sehr gerne auf unseren externen Dienstleister zugehen, dann hier, guck mal, wir haben einen Kunden XY, der bräuchte deine Unterstützung und dann kommt ein Renovierungsexperte zu ihm nach Hause, schaut sich das Ganze an, erarbeitet ein Sicherheitskonzept teilweise auch, sagt ihm, was möglich ist, was aber auch nicht möglich ist und wie man das Ganze am besten darstellt. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Genau, wie Sie ja schon gehört haben, dreht sich bei uns und unseren Produkten sehr, sehr viel über das Thema Leidenschaft und Service. Wenn ich jetzt vom Service spreche, möchte ich Sie ganz gerne auf unsere Hisbox Premium Lounge verweisen, was, wie gesagt, das Pendant zur Business Academy für die Gewerbekunden darstellt. Hier ist es so, dass wir die Wertschöpfungskette von der anderen Seite her aufzäumen. Und zwar sagen wir nicht, der Kunde soll nicht erst im Schadenfall von uns profitieren, sondern quasi bereits ab der ersten Sekunde, ab dem Erhalt der Police. Darum gibt es die Premium Lounge. Die Premium Lounge letztendlich setzt sich aus diesen vier Themen zusammen. Also zum einen, was das Thema Sicherheit angeht, der Herr Nitschke hatte ja gemeint, wir arbeiten hier mit einem Sachverständigen-Netzwerk zusammen. Aber auch hier ist es so, dass wir quasi in geschriebener Form die Informationen, den Input einiger unserer, Vertriebspartner rund um das Thema Sicherungen hier ihren Input geliefert haben, angefangen von dem Thema von Funksicherungen, insbesondere auch, wie schütze ich mich, wenn ich mit meinen Preziosen, meinen Wertsachen auf Reisen gehe. Also auch hier wird Ihnen letztendlich ein Fahrplan in die Hand gegeben, aber auch das Thema Sicherung zu Hause. Wir arbeiten hier mit einem namhaften Tresorhersteller zusammen, bei dem wir es geschafft haben, für Sie auch einen entsprechenden Nachlass zu erwirken, sodass Sie sich da ein bisschen Geld sparen können bei dem Bewerb eines Tresors. Ähnlich verhält es sich bei dem Thema Classic Cars, was ja für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist und hier auch in die Sicherung investiert, was natürlich den Versicherer auch sehr freut und natürlich auch ermöglichen soll, dass der Kunde niemals einen Schaden hat, ist das Thema eines GPS-Trackers. Auch hier konnten wir mit einem namhaften Hersteller einen Preisnachlass erwirken.
rund um das Thema Einkaufen, wie erwähnt, die Möglichkeiten, die wir für unsere und Ihre Kunden an die Tagesordnung gebracht haben, zu den schönen Dingen, alles, was das Thema Leidenschaft im Wesentlichen umfasst, wie zum Beispiel auch Premium Cars, wo wir zusammen mit unseren Oldtimer-Experten auch schon das ein oder andere Mal bei den Media teilnehmen konnten und da auch sehr, sehr schöne Filme gedreht haben. Im Endeffekt. Ansonsten ist es grundsätzlich alles, was wissenswert ist zum Thema Schmuck. Wir haben ja auch die Private Cyber-Deckung, eine Erweiterungsbaustein zu unserer Haus- und Kunstpolice. Und hier arbeiten wir auch mit einem Expertennetzwerk zusammen. Und was dann insbesondere über die reine Sachdeckung hinausgeht, geht es ja auch um den Schutz der Familie, wie zum Beispiel hier Früherkennung bei Phishing oder insbesondere, wie kann ich mich vor Social-Media-Attacken, die eben böshaft gesteuert sind, schützen. Grundsätzlich ist es so, was ich besonders toll finde, ist, dass wir auch einen Zugang mit der Premium Lounge zum Kunstbewertungsnetzwerk Artnet anbieten können. Hier können letztendlich die Kunden, sage ich mal, komplett kostenlos ihre Kunstwerke taxieren lassen, wenn man sich überlegt, dass ein Artnet-Abonnement im Jahr zwischen 380 und knapp 1.000 Euro kostet, ist das auf alle Fälle auch ein sehr, sehr schöner monetärer Gegenwert. Noch vielleicht ganz kurz zur Zugangsmöglichkeit. Wie kommen Sie da rein? Sie werden über die Website makler.de dahin gesteuert und Sie gehen mit Ihrer Agenturnummer oder Ihrer HV-Nummer hinein. Und für Zuseher unter Ihnen, die noch keine Courtage-Vereinbarung direkt mit der Hisbox haben, können unter test-makler auch direkt dazugreifen und sich umsehen. Genau, ich übergebe das Wort. Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen über der Zeit, deswegen halte ich mich kurz. Hier sehen Sie nochmal die Abschlussmöglichkeiten, die Sie haben, wenn Sie in unser Maklerportal gehen. Wie gesagt, Ferienhäuser, Oldtimer, Haus und Kunst, Kunstsammlungsgegenstände sowie Ausstellungen. Und sollte es dann nochmal überall unserer Grenzen liegen, sei es zonentechnisch oder aufgrund einer speziellen Gegebenheit, wenden Sie sich gerne an unsere Underwriting-Experten, Ihren Sales-Underwriter oder eben hier unser Immobilien-Underwriter. Gut, Sie sehen, die Leidenschaft ist auch bei uns direkt da. Wir könnten ungebremst noch stundenlang referieren. Diese Seite meinen könnten Sie jetzt als ein Irrläufer oder doppelt ansehen. Das wäre Teil unserer Fragesession gewesen, aber gut, das überspringen wir jetzt. Ich möchte im Namen auch von Herrn Nitschke nochmal die Gelegenheit beim Shop verpacken, uns zu bedanken. Wie erwähnt, sind wir im Anschluss jederzeit sehr, sehr gerne noch für Sie zur Verfügung stehend. Sie werden bestimmt auch unsere direkten E-Mail-Adressen haben und wenn nicht, würden die Kollegen bei uns aus der Marketingabteilung das gerne weiterleiten. Ganz zum Schluss möchte ich Sie noch auf unseren Newsletter verweisen, wo Sie dann letztendlich über aktuelle Themen informiert werden. Es ist auch so, dass für Neuabschlüsse, für Neuabonnenten unseres Newsletters bis zum 10.06. auch ein schönes Gewinnspiel ausgelobt ist, mit dem Gewinn eine JBL Soundbox im Wert von 300 Euro und zusätzlich noch einige schöne Hiscox EM-Pakete. Und genau, jetzt habe ich es wirklich, aber eine Sache noch, auch bieten wir im Privatversicherungsbereich weitere Themen an zum Thema Ferienhausdeckung, zum Thema Classic Cars, wo der Herr Nitschke auch wieder mit dabei sein wird. Und ganz besonders ans Herz lege ich Ihnen unser Schadenbeispiel, wo wir einen konkreten, tatsächlich in echt aufgetretenen Schaden zusammen mit dem betreuenden Makler und ich glaube auch der Versicherungsnehmer ist dabei, die Sie dann bestimmt auch mal von unserer Schadenphilosophie, dass wir nicht nur reden, sondern auch wirklich leisten, entsprechend überzeugen können. Genau, aber jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt haben wir Sie über Gebühr strapaziert und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Vergnügen bei den weiteren Hiscox-Vorträgen. Genau, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an alle Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer und haben Sie noch viel Spaß bei Ihren weiteren Vorträgen.